Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. Kakarot, warum schlägt mein Mikrofon nicht so stark aus? Müsste so gehen, okay? Okay, keine Ahnung. Ja, in der letzten Folge haben wir... Okay, in der letzten Folge haben wir ein paar Nebenquests gemacht. Und zwar haben wir, weil nicht mit Urana Baba, irgendwie eine Quest gemacht mit Achter, mit Muten Roshi und... Irgendjemand, den ich jetzt vergessen habe. Pilaf, genau. Hat alles nicht so lange gedauert. Wir haben alles in einem Part geschafft und jetzt können wir weiter in der Story machen. Wer weiß, was jetzt als nächstes passiert. Gucken wir mal. Ich nehme sehr stark an, dass wir noch nicht Cell-Spiele beginnen. Mal schauen. Aber wir treffen jetzt zum ersten Mal Chi-Chi, ne? Boah, wo ist die Fernbedienung? Das ist zu leise. Wo ist sie da? Gut. なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取ったし、夫に大きな車でも借りて家族3人でご飯にでもドライブに行くだよ。そっか。なんか準備はいるか?持ってくお弁当を作りてから、肉と魚をいっぺい取ってきてほしいだ。ざくみしゃかちゃい。魚だな。任しとけ。 Ausgesuchtes bisschen Fleisch, gefrorenes Kaninchenfleisch und fettes Riesenfleisch. Wer, ich habe das noch nicht. Ich habe das doch bestimmt schon. Kaninchenfleisch habe ich auf jeden Fall schon. Ich mache mich am besten und suche was. Okay, das sollte reichen. Sehr geil, direkt. Ohne irgendwie einen einzigen Schritt zu machen, direkt alles erledigt. Boah, ey, was ist das denn? Chichi, Bento no Zaryo, konna toko de ii ka? Mo motte kite kureta da ka, sasuga Goku-san da. Chichi no Bento, tanoshimi da na. Vielleicht wahrscheinlich nur für Son Goku. ちょっと待っててけろ。よし、お弁当も詰め終わったな。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。 Hat sie nicht voll aufgeregt, als Son Gohan irgendwie mit Ding der Frisur so ankam? Ich meine diese Familie an. Irgendwie nicht. それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか?そういうもんだ。悟空さん、初めて会った日に2人で金刀に乗ったこと覚えてるだか?もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のおじいちゃんに会いに行った時のことだろ?なんだ?あの時、ほら悟空さんの後ろで この人のお嫁さんになるしかないって思ったんだ。そうだったんか?んだ?今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、オラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。そう、悟空は完全に忘れてました。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間、 本当に心配そうだったもんな。そうだ。せっかくだから、しばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕、ちょっと用事を思い出したから、二人は先に行ってて。
僕もすぐ追いつくから。え?ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ。目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく借りてドライブしててよ。そうけ?それじゃあ悟空さん、2人でドライブに出発するだ。分かった。それじゃご飯、後でな。あ、 Ja, お父さんはたった今お母さんと出かけちゃいましたけど。ええ、もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか?あのね、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけ。で、調べてみたら、 近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ソン君に取ってきてもらおうと思ってたんだけど。ああ、彼氏とは。そんなことですか。だったら僕が届けますよ。え、本当?ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど、今から言うやつを持ってきてくれる?メモリー。わかりました。それを持っていけばいいんだ。それじゃあ、よろしくね。 Wir spielen mal Son Gohan. Das war zum Super Saiyan, ist jetzt für Son Gohan verfügbar. Ja, das weiß ich. Stimmt. Haben wir noch gar nicht so auswählen können, glaube ich. Nein, nicht da. Da. Tun wir einfach alle von ausrüsten. Mein zweiten Gegner, mein Gegner mit höherer Stufe. Keine Ahnung. Alles klar. Gut, dann wo ist der Ausgang? Da oder da? Da, ne? Wird mir wahrscheinlich auf der Karte angezeigt, wo ich das alles finde, ne? Hoffe ich jedenfalls. Hat er gesagt, in unserer Gegend, ne? Halt. Oh ne. Hier, so viel dazu. Gut, dann machen wir es die beiden Quests. ist das hier auf der? Wir mal da ein. Boom. Alles klar, war ja klar, dass noch irgendwas kommt hier. Oh gut, war ja sowieso klar, wird es noch nicht direkt hier die Cell-Spiele beginnen oder so. Da kommen jetzt wahrscheinlich noch 3-4 Parts mit Nebenquests, ne? So, da lang, ne? Da war die Stadt, ne? Ich bin nicht voll AP, was soll das? War Son Gohan ist stark, der schafft es schon. Er ist viel stärker als damals. Somit kann man die Gegner auch ausweichen, wenn man will, also gezielt. Wird halt voll dämlich schwinden, wenn man irgendwie, ja, weiß nicht, die Gegend fliegt. Man kann den Gegner noch nicht mal irgendwie aus dem Weg gehen. So. Da. Das kann ich in der Stadt, aber da irgendwo, wo ist denn das? Da, boah, das ist ein gelbes Ding. Oh, ich dachte, er wäre jetzt von so einem Dings hier, von so einem Lagerfeuer irgendwie im Feuer, so Dampf. Die ganze Zeit nach was blauen Ausschau, geil, aber vermischt sich hier mit dem Ding. Hi Leute, oh, hier schon wieder. Ah.
Der kleine Rotzbär, den wir vor Jahren getroffen haben, könnte die Lösung sein. Für sein Alter besaß er schon viel Kraft. Wenn ich mich recht erinnere, hat ihn diese Frau Son Gohan genannt. Stimmt, die kam ja auch in Filler vor. Oder ich weiß gar nicht, ob in Filler vor war, aber keine Ahnung, Son Goku musste irgendwie so ein Rätsel lösen. So ein Knobelrätsel. Und ja, die beiden haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob Meister Shen auch da war, aber ich weiß auf jeden Fall, Tao Bai Bai war dabei. Und ja, die haben sich schon mal getroffen in der Serie. Ich kenne diese Typen. Sehr ärgerlich. Wieso hat die Schildkrötenschule so viele Schüler und die Kranichschule nicht? Es ist nur eine Frage Zeit, bis die Kranichschule schließen muss. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Wir werden Schüler wohl zwangsrekrutieren müssen. Hey, was macht ihr beide da? Habt ihr etwa schon wieder irgendwelchen Unsinn, Unfug im Sinn? Na, wer bist du? Ich bin Son Gohan, Son Gokus Sohn. Wir kennen uns, ihr wisst doch genau, wo ihr, was ihr angestellt habt. Nani? Son Gohan? Unmöglich, du siehst ihm überhaupt nicht ähnlich. Ja, stimmt, es ist viel passiert, aber ich bin es. Ja, wie auch immer, ihr beide habt doch etwas Böses im Sinn, oder? Genau wie das letzte Mal, oder? Das war rein geschäftlich. Nur ein dummes Kind würde das nicht erkennen. Was? Warte, warte, es ist nicht nötig, dass wir kämpfen. Ach? Es ist doch alles schon so lange her. Ich habe seitdem viel nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, die Kranichschule zu reformieren. Wirklich? Aber wie du siehst, hat die Kranichschule keinen Nachfolger mehr. Ich habe mich wirklich geändert, aber niemand will sich mir anschließen. Das ist ja auf einmal in nicht gefahren. Halt die Klappe. Wenn wir die Kranichschule wiederbeleben wollen, brauchen wir die Kraft. Und der Junge könnte genau das Richtige sein. Stimmt, die konnten ja telepathisch miteinander reden. Oho, verstehe. Also alle, so in der Kranichschule waren, konnten telepathisch miteinander reden. Tja, so sieht's aus. Wärst du bereit, den Namen der Kranichschule fortzuführen? Ich erlasse dir auch die Gebühren. Und ich lege noch einen kostenlosen Attentat oben drauf. Hörst du dir zumindest an, was ich zu sagen habe? Ja. Dann suche für die Kranichschule. Nur zu, aber ich kann nichts versprechen. Meine geliebte Kranichschule steht kurz vor dem Ende. Selbst mein Schüler Tenshinhan und Chao Su, um die ich mich sehr gekümmert habe, sind vor und werden wohl nicht zurückkommen. Und was noch schlimmer ist, die Schildkrötenschule bekommt all die vielversprechenden Schüler, wie dich. Oh, also ich bin eigentlich keiner von Muten Rostis Schüler. Deshalb habe ich auch beschlossen, neu anzufangen. Dieses Mal will ich alles besser machen. Ja genau, das will ich auch. Ach wirklich? Er sieht so misstrauisch aus. Mist, dann bleibt uns keine andere Wahl. Na schön, ich verweise dir, wie es war, dann, dass es mir ernst ist. Ich habe keine Mühen gescheut, um das zu beschaffen, was deinen Muten Roshi und seine Schüler über alles lieben. Was? Was soll das sein? Das hier. Ein Fotoband mit Frauenbildern? Ja, das ist die neueste Ausgabe. Ich habe sie heute erst gekauft. Was sagst du? Du bekommst den Band und noch viele weitere, wenn du dich der Kranichschule anschließt. Naja, ich finde ein botanisches Lexikon irgendwie interessanter. Was? Bist du verrückt? Schau dir doch mal diese Kurven an. Die Schüler der Schildkrötenschule stehen doch auf das gleiche Zeug wie Roshi, oder? Nicht alle seine Schüler sind wie er. Mein Papa interessiert sich zum Beispiel gar nicht für so Zeug. Außerdem habe ich eben schon versucht, euch zu sagen, dass ich eigentlich kein Schüler der Schildkrötenschule... Gott, du willst dich also der Kranichschule also nicht anschließen, was? Schau dabei, mach die Maschine bereit, wir müssen noch Gewalt erwähnen. Boah, das hättest du ja von Anfang an machen müssen. Das hätten wir von Anfang an. Ich folge dir einfach. Ich kann nicht sprechen. Dritte vor Tau, bei weiß, Supermaschine. Cool. Ihr seid echt hoffnungslos. Wir sehen cool aus. Weil die Pins. 48. Ich nehme nur einen Ball. Mein Vater interessiert sich gar nicht. Was? Mein Vater ist hart schwul. Danke. Mein Gott, wie weit der Mund aufgeht. Oh. Na, komm her, komm her. Der verfehlt mich doch, pass auf. Jawohl. Sehr schön. Nein. Oh Gott. Nein, geh nicht auf. Sollte auf den losgehen jetzt. Und was? Okay. Habe ich von hinten angeschmissen. Habe ich den weggedreht. Was?
Gut. Zuvor für das Vorstellung. Nein, nicht schon wieder. Ich will nicht wieder in die Luft fliegen. Was bist du? Was hast du mit unseren Maschinen gemacht? Ich konnte dich nicht von deiner geliebten Schildkrötenschule abbringen. Hey, wie oft muss ich das denn noch sagen? Ich gehöre nicht zur Schildkrötenschule. Was? Zu welcher Schule gehörst du denn? Oh, also eigentlich haben mir Piccolo, Krillin und mein Papa das Kämpfen beigebracht. Ich gehöre also wohl keiner Schule wirklich an. Das ist doch lächerlich. Der Junge hat recht. Was? Mutenroshi? Sungwon ist die Zukunft der Kampfkunst. Er ist nicht beschränkt durch die Dogmen einer Schule. Er hat mehrere Meister, aber keiner von ihnen ist davon besessen, seine Lehren unverwässert weiterzugeben. Sein Meister haben ihn unterrichtet, damit er Erfolg hat. So ist das zwischen. Verdammt. Puh, damit war das wohl erledigt. Zum Glück ist Mutenroshi aufgetaucht. Keine Ahnung wieso, warum, aber ich habe natürlich das Magazin bekommen, das der jetzt gerade gezeigt hat. Ja, was warst du eigentlich hier, Mutenroshi? Wie hat Shen gerade voll gezittert für einen Moment. Ich muss mich um eine kleine persönliche Angelegenheit kümmern. Boah, ich weiß es nicht. Ich habe meine Zeit und mein Geld auf dieses dämliche Buch verschwendet. Ja, wegen dieser Sache. Das Buch, das Song One vorhin gezeigt hat, du brauchst es ja nicht mehr. Kann ich es vielleicht haben? Was? Na, ich wollte es mir auch kaufen, aber du hast mir die letzte Ausgabe weggeschnappt. Ich dachte, ich kann dich vielleicht überreden, sie mir zu überlassen. Ach ja, und du hast doch gesagt, dass Schüler der Kranich-Schule ganz viele dieser Bücher bekommen, oder? Schwestern, werde ich mich der Kranich-Schule anschließen. Aber meine Leiche, ich will doch nicht so einen alten Perversling wie dich als Schüler haben. Das sag ich ja gerade richtig, du hast doch dieses Buch gekauft. Weil bin ich nicht wie ein Irrer jemanden hinterher, der das Buch gekauft hat. Na, jetzt wo ich schon mal hier bin, kannst du mir doch mal einen Blick reinwerfen lassen. Auf keinen Fall. Du egoistischer alter Sack. Besser egoistisch als pervers. Einfach weggehen. Ich sollte verschwinden. Einfach weggehen. Einfach weggehen. Alles klar. Gut, nächstes. So, wo muss ich jetzt hin? Da. Oder? Ja. Gottes Bungalow. Ich meine Versteck. Es bleiben nur 9 Tage, bis zu einem gefürchteten Zell spielen. Obwohl es befürchtet, dass Zell immer noch stärker ist, lässt Son Goku es ruhig angehen und spannt sich. Das so gut ist. Ach ja, stimmt, Gott gibt's ja gar nicht mehr. Hallo Pico Gott. Das heißt Gott Colo, ich meine Tennisball. Wann denkst du, Mr. Piccolo? Perfektes Timing, Son Gohan. Ich möchte meine Stärke auf die Probe stellen. Und am besten geht das mit einem Kampf gegen einen Super Saiyajin. Wie wär's? Einmal ein Lehrer, immer ein Lehrer. Ah, guck ich die beiden an. Kein Problem, Mr. Piccolo. Ich freue mich darauf, gegen dich zu kämpfen. Okay, warum mussten wir jetzt extra hier runterfliegen? Hätten wir uns nicht da irgendwo treffen können? Mann. Mann, Namekianer. Cell, what? Rotes Obst ist selten, also hebe es auf, wenn du es siehst. Okay, ich sehe die ganze Zeit nur Rotes, also kann es ja nicht so selten sein. Hallo? Aber wir früher trainiert haben, alles klar. Ja, komm her. Weißt du jetzt, wie man ausweicht? Dodge. Oh, ich habe den Angriff so gemacht. Da. Boah. Jetzt mal mich auf. Auch nicht. Der hat irgendwie nicht angegriffen, alles klar. Setzen kam ja mir ein, setzen Masenko ein. Piccolo platzt einfach nur so eine Ader, als er sieht, dass ich ihn kam ja mehr einsetzt. Wahrscheinlich muss die Höllenspirale einsetzen. Kommen
Oh, wie schnell. Weit gehen in diese Angriffe. Doja. Kamehameha. What? What's this? Kamehameha? So. Boom. Da war eine Menge Erfahrungspunkte. Ja, wir sind aufgestiegen, glaube ich. Level 50. Verdammt, jetzt kann ich diesen einen mal versuchen. Wenn ihr so zu kämpfen, erinnert mich an der Zeit, als wir beide gemeinsam trainiert haben. Was da was von Gohan? Du meinst also dein Vater, als sein Vater tot war? Haha. Ja, das weckt Erinnerung. Übrigens bin ich meinen ersten Trainingstag nicht von dieser Klippe gekommen. Aber ich weiß noch, wie ich Äpfel auf dem Boden gefunden habe. Die hast du mir geholt, oder? Ja. Wenn ich das wüsste. Ich wünsche, du hättest mir stattdessen Teigtasche gegeben. Du verzogenes Girl, du kannst von Glück reden, dass du überhaupt was bekommen hast. Tja, das beweist, dass du es doch warst. So, ich gebe zu, du bist gerissen. Naja, immerhin bin ich Schüler eines Mitglieds des Dämonenclans. Dann sag ich dir als dein Meister Folgendes. Ich erkenne, dass du noch ungenutzte Kraft in dir schlummert, du aber nicht auf sie zugreifen kannst. Wenn du Cell besiegen und die Welt retten willst, darfst du dich nicht zurückhalten. Bestand, ich werde mich anstrengen. Foreshadowing. Kommt dann auf, dass ich gegen ihn kämpfe. Unter welchen Umständen würde das denn passieren? Alles klar, gut. Nochmal die Nebenquest aus dem Weg. Ich kann noch mal versuchen, diese eine Mission zu machen. Also nicht Mission, aber diese Trainingseinheit. Super Piccolo. Er ist ein extra Eintrag. Ich sollte eigentlich wissen, ich hack die ganzen Dinger mal offscreen ab, wenn ich dabei seid. Ich müsste halt eigentlich wissen. Weil das Dragon Lexikon ist auf jeden Fall interessant. Da kannst du richtig gut nach. Da kannst du auch einige Fakten über die Serie hier lesen. Wird immer auch so erwähnt. In der Fernsehserie war das so. Also das ist interessant. Da siehst du nicht nur irgendwie so, weiß ich nicht, so eine Biografie von den Charakteren, siehst du auch so ein paar Fun Facts eigentlich hier von einigen Charakteren. Fällt dir zwar im Moment keine ein, aber sie sind da. Und ich versuche jetzt diese eine. Ich weiß nicht, was wir da kriegen. Super Key Explosion irgendwie was. Schnell vorher Key, weil so, das schaffen wir doch. Komm. 3 Level 50er Son Gohan, das kann doch nur gut gehen. Ja, Piccolo. Ein Son Gohan, zwei Piccolos. Wird schon schief gehen. Ja. Okay, ist gut. Ah. Alter, der hört gar nicht auf damit. Oh, ja. So, mal hier erstmal aufladen. Super muss gehen, der Angriff kommt trotzdem durch, ne? Ja, das ist voll unfair. Warum geht das bei mir nicht? Wenn ich das mache und die Gegner ballern sich hoch, dann ist mein Angriff irgendwie weg und zählt nicht mehr. Finde ich voll unfair. Oder greift mich an, wenn ich im Angriff bin. Nee, gibt's doch nicht. Boah. Geh ja nicht weg, bevor ich das schaffe. Ich habe ein paar Sensorbohnen, ich kann mir halt leisten, das zu machen. Level 50, ey. Ich nehme an, Level 100, 99 ist wahrscheinlich das Maximum. 100 oder 99. Da sind wir schon im Hälfte der Level angekommen. Halb so, wir sind schon halb so stark, wie wir maximal sein können. Nehme ich an. Jetzt ganz schnell. Jawohl. Oh, das kriegen wir hin. Einer muss schon erledigt. Jetzt machen wir noch die beiden Pipi-Klos. Oh Gott. Oh ja. Nein, da kommt noch durch. Ja. Warte, eine Kollision abfallen. Gut, ich brauche mir auch keine Erfahrung. Also ich kann nicht hier wirklich überleveln oder so. Das ist mal meine Befürchtung.
Ja. Da hier. Noch mehr. Aggression. Nein, daneben. Komm her. Oh. Ah, daneben. Hab ich noch ausgewichen, hast du den gesehen? Weiß gar nicht, wie sieht das eigentlich aus hier, so Kampfszenen so zu beobachten? Sieht das irgendwie, weiß ich, actionreich aus oder sieht das irgendwie kompliziert aus oder so? Weil es ist nicht, oh Gott, ich bin gleich tot. Sind so ohne so. Sieht es kompliziert aus oder so? Also während ich so spiele, würde ich schon sagen, das ist schon actionreich genug, ne? Also nicht. Es ist nicht so unnötig kompliziert wie so Sachen wie Xenoverse oder Raging Blast, Tenkaichi und so. Irgendwie 5 verschiedene Arten, das irgendwie einen Gegner normal anzugreifen. Du kannst den Gegner mit einem Angriff irgendwie umdrehen, ein Beinchen stellen, irgendwie wegkauen, irgendwie solche Extras brauche ich irgendwie gar nicht. Ich drücke nur Kreis die ganze Zeit. Also nur wenn ich normal angreife, hier diese Angriff hier, ich drücke nur Kreis. Ich drücke in keine Richtung, ich drücke nicht irgendwohin, so wie Naruto Storm oder so. Ich habe das funktioniert. Ich drücke mal in eine andere Richtung. Ja, ist mal die gleiche Combo. Da muss ja auch nicht kompliziert, das ist ja ein Rollenspiel, ne? Action Rollenspiel, ne? Gott. Wir haben es geschafft. Haben wir die Angriffe super schnelle KI-Welle oder was weiß ich, wie er hieß, auch hinter uns gemacht. Direkt mal ausrüsten. KI-Welle. Wir kann in dieser Geschichte nicht genutzt werden. Okay. Kann in dieser Geschichte nicht benutzt werden. Alles klar. Dann habe ich so das Gefühl, ich weiß, wann. So, erstmal alle falschen Knöpfe drücken. Ja, erstmal für falsche Dinge gehen. So, eine auch von Normalität. Wir gehen jetzt einfach 43, empfohlene Stufe 43. Ich bin Level 50. Vor allem die Nebenquests sind angegeben Level, was, 47 war gerade. Also voll verkehrt. Ist das das Bier? Ich muss mehrere sammeln, ne? Okay. Jetzt muss ich ein Pfeil. So. So. Da. Aber das nein. Flippa. Ne? Ne, okay. Alles klar, dritter. Wo ist der? Da. Ich muss es. Und so ein Felsding. Nein. Nein. Dieses blöde Ding ist mir im Weg gekommen. So. Denn jetzt so da. Okay. Und westliche Hauptstadt. Kein Ding. Alles klar. Wunderschön. Geht ja voll schnell. Ich habe so ein Gefühl, so mit 40 Parts, 50 Parts wird das Spiel irgendwie vorbei sein schon. Das war Part 30 und ich glaube, so viele Parts kommen jetzt eigentlich. Ich weiß gar nicht, so 10 Parts pro große Saga kommen ja eigentlich immer nur so, ne? Saiyajin Saga. Und die Saiyajin Saga war, glaube ich, schon seit nach ein paar Parts irgendwie fertig, ne?
Ah, schade. Ich muss schon sagen, Son Gohan hat ja keinen Führerschein, ne? Hi, Bummer. しました。うん、それそれ。上出来よ。ありがとう。あとはこれを使ってチップを作れば。で、ちょっと。その姿は何よ。本当にご飯くんなの？はい。あの、この姿には事情があって。事情って何があったらそんな。 冷静に考えたら、あんたたち、サイヤ人は元から。いちいち突っ込んでたら、こっちの目に。アニメアーティー、irgendwie、weiß ich nicht。die voll、sie voll ausgerastet、glaube ich。さすが、ベジータさんと一緒に住んでるだけあって、こういうことに冷静だな。ich glaube、das Leben mit Son Goku hat sie abstumpfen lassen。die schon eine ganze Weile mit dabei。 逆に驚かせちゃってごめんなさい。でさあ、ご飯くん。どうせなら人造人間が治るとこを見ていかない？大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ。いてくれるとすっごく助かるんだけど。あ、そうですね。わかりました。Wenn er randaliert, dann randaliere ich. Weiß ich den zurecht. Tritt dem den Kopf ab oder so. Warte. Hey, warte mal. Er sieht voll aus wie Ende der Welt Szenario irgendwie, wenn nur die beiden da stehen. Das ist also ein Cyborg. Stimmt, der hat die überhaupt nicht getroffen, ne? Oder? ごはんくんが持ってきた功績がうまく適応したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さて、あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。さて、どうかしら。 よし、動けたわね。あんた、名前は言える？名は16号。人相か。俺はクリリンに連れてきてもらった。修理してもらうために。オッケー。記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やった！お前たちが俺を直してくれたのか。 ありがとう。礼を言う。何？別に構わんよ。それにそこのご飯くんも手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯。こんにちは。孫悟空。俺の記憶データにある存在だ。孫悟空の息子だな。ちょっと、孫くんの息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。 俺の目的は孫悟空だけだ。息子は関係ない。あ、そう。そういうのはあっさりしてんのね。じっと見つめて。なんだ。博士。なんだね。この体。どこまで治っているか動いて確かめたい。近くの森に行ってもいいか。お、うん。 まあ、構わんが。孫悟飯、お前も来てくれるか。はあ。悪いけど言ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わかりました。Lass mich nicht mit diesem Killer Cyborg allein. 俺は先に行く。 森で会う。ごはんくん、よろしく頼むわね。はい。
Alles klar. Ich tue nur mal zur Sicherheit nachgucken. Na gut, raus hier. Mich auch direkt hier rausschmeißen können, direkt. Gut. Das ist alles Foreshadowing für irgendwas. Ne? Für irgendwas, ich weiß nicht, für was, aber... Ja, warum nicht, ne? Wenn die das machen können, ne? Warum nicht? Hä? Gucken wir mal. So. Bist du nur schon wieder da? Da wäre ich da oben rechts auf dem Rad gucken. Nee, das wäre vielleicht auch eine Idee. Hey, man, lassen Punk draußen am Rumfliegen. What? Das war. Rokoko. Ich kann einfach leiden. Todeska, Karaton Joshua. Warukunai. Kanzeni Nautato mit Eidoro. Soria Yokata des Ne. Anno. Anno. Anata. 動物が好きなんですか?ああ。彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あの、あなたは本当に僕のお父さんを殺すつもりなんですか? そうだ。それが俺に与えられた唯一の命令だ。それ以外には何もない。だから俺は欠陥品として封印されていたのだ。え?俺は争いが好きではない。兵器としては欠陥品だろう。だからって封印するなんて。かつてドクター・ゲロが言っていた。俺の姿は。 Dr. Gero no nakunatta musuko no segata o moshiteiru to na. Daga yūmō datta という kare to wa nite mo nitsukan. Tatakai o konomanai ore wa sōyū imi de mo kekkanhin da. Sonna. Ore wa. What? Konna toko ni atsumatte yagatta ka? なんだお前たち。そいつらをこっちに渡しな。怪我はにして高く売るんだからよ。なんだと。しかし運がいいぜ。動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密猟団か。孫悟飯。はい。あんな奴らやっつけてやる。あさ。 Wie er meint, ich dich so, weil ich nicht kämpfe. Die Fresse. Das ist natürlich ein bisschen einfacher jetzt als die Nebenquests hier gemacht habe. Weil warum nicht? Ja. Oh, okay. Ah, so. Oder auch nicht. Und weg, bitte. Das war einfach. Nante Yatsura da. Ne? Yatta na. Durchgerät hat ein Hund in der Leckerli-Fabrik. Du bist dazu, um amotte kurete arigato. Sorry, ne. Ore no shuri mo tezdatte kureta so da na. Ah, ich bin schon wieder unterbrochen. Der redet einfach zu langsam.
お前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか？でも僕よりお父さんの方がお前も俺と似たものを感じる。え、さあそろそろ戻ろう。あまり時間をかけると博士たちを心配させてしまう。はい、そうですね。僕と16号さんは似てる？どうだったね。完全に元通りになっていた。ありがとう、博士たち。Ja, ein paar Wilderer verprügelt. Ist das nicht schön? 聞いたわよ。密猟者を捕まえたんだって。Ja, genau. やるじゃない、あんたたち。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫君の子供と人造人間ね。いえ、そんなこと。そうだわ。今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな、僕大したことはしてませんけど。遠慮することないわよ。せっかくだし泊まっていきなさいよ。父さんには私から連絡しとくからさ。Oh, zu 16. Stimmt, den hatten wir noch gar nicht. Ja, okay, weil er ein Feind war, ne? Unsere Feinde haben wir in der Regel noch nicht sofort. Also wir machen irgendwas Besonderes. Ja, das heißt, ein Tag ist jetzt vergangen, ne? Jetzt kommen noch 8 Tage, pass auf. Da wird sich noch 10, ne? Habe ich so ein Gefühl. Ich meine, oh. Gohan のやつなかなか来ないと思ったら、ブルマン家に行ってたんか。んだ、今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさん家はお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さん羨ましいんでねえべか。羨ましいっちゃ羨ましいけど、オラには父の飯があっからな。やっぱオラ父の飯が一番うめえと思うぞ。と、そうだか。お世辞でもそうまっすぐ言われると照れてしまうだよ。そう、ココさんフラーテン。Was?Das geht. Son Goku hatte mal Sex. Darüber müsst ihr mal nachdenken. Goofy hatte auch mal Sex. Der hat einen Sohn. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, wie es sich, wie es ausgesehen hat, wie es sich angehört hat. So was macht mich irgendwie fertig, ey. セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を受け壊滅いたしました。ああ、やセルがなりや。そんな、なんで無駄に命を。ちっちきしょう。Nur so Goku schimpft mit Cell. Was auch von ihm wollte, der niemanden umbringt. 父、オラピッコロに用事ができた。ちょっと行ってくる。Ja, jetzt kommt Dende ins Spiel, ne? Piccolo ni Yōji tte nanda be? Weil Leute sterben ja, wenn sie tot sind. Wir müssen ja irgendwie was dagegen machen. Das geht so in der Welt von Dragon Ball nicht. Hier sterben ja dauernd Leute. Das geht doch nicht.
孫か。一体どうした？ピッコロ、おめえってまた神様と合体する目みてえに二人に戻れねえのか？何？ほれ、神様とピッコロが合体したからドラゴンボールが消えちまっただろ？なんとかドラゴンボールを復活させて、セルに殺されたたくさんの人間を生き返らせてんだ。残念ながらそいつは無理だ。もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか、やっぱダメか。そうだよな。あ、それじゃあさ、生き残ったナメック星人を地球に誘ってみるっていうのはどうかな。もしずっと地球にいてくれてもいいってことになればさ、神さんでドラゴンボールも復活だな。ベイビー、おお、ほら、これからちょっと行ってくる。悟空は海王様の助けを借り、新たにナメック星人たちが移住した星の場所を探し上げた。Ja, da hat er jetzt immer so ein paar Minuten gestanden. Hey, warte mal, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Namek-Sei へ瞬間移動した悟空を待っていたのは、自分たちを救った英雄として歓迎するナメック星人たち。Was ist das für ein kleiner Namekianer da ganz links im Hintergrund? Was? Ja, voll komisch aus. 悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星人はいないか、最長のムーリーに尋ねた。ムーリはそれなら適任の者がいると悟空に紹介する。その者とは、なあ、さすがショーン・スポイラーで、でんで、お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ、すぐにクリリンとご飯を連れてくっからな。どは？へへ、こいつが新しい地球の神様だ。本当にデンデなのか？久しぶりだな。なあ、おい、信じられるか？こいつがご飯なんだぜ。クリリンさん、ご飯さん、お久しぶりです。ねえ、神様になってくれるって本当なの？はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。デンデ、本当にお前がドラゴンボールを使えるのか？新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが。でも地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ。いいぞ、じゃあバッチリじゃねえか。それで叶えられる願いはナメック星と同じ3つなのか？はい。ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返ったりすることはできんのか？そういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが。Einfach so mal. 叶えられる願いが2つになってしまいますよ。え？それだけのことでいいの？それでいい。そうできるようにしてくれ。ではすぐに取り掛かりましょう。これでドラゴンボールは復活したと思います。わ、もう？見事だ。こいつは確かに優秀な力を持っているようだ。よし、じゃあオーラがドラゴンボール集めて。ちょっとそのアイルドラゴンボールズ、わあ、おめえもう特訓はいいから、セルゲームまでここでデンデと遊んでやれ。え、でもいいから、いいから、心配すんなって。じゃあな。さて、パッパッと集めぞ。Habe ich doch schon. Wir werden sogar da angezeigt. Warum bin ich jetzt hier drauf gegangen?
Die oben, sie sind schon oben rechts angezeigt, ne? Hey. Östlicher Waldbereich, machen wir das auch noch. So, vielleicht wird sich noch ein bisschen ziehen, so. Da musste ich die jetzt einfach nur abgeben bei den Typen hier. Ich glaube, ich hätte die einfach nur abgeben müssen, ja. So, 50 Minuten, mal gucken, was die von mir wollen. できればドラゴンボールを使わねえで済ましたかったが仕方ね。セルの強さはそこが見えねえしな。俺だけじゃきっとセルには勝てねえが。これでいざという時の準備だけはできたな。Hey, boah. Was soll das denn jetzt? Hey. So, Gott, die Dragon Balls an den übergeben. Dende hat man noch nicht. Boah. Wenn du zum Kämpfen bereit bist. Alles klar, okay, das ist sehr eindeutig. So, wie die Quest ist jetzt vorbei. Nein, okay. Okay, das heißt, danach geht's echt mit den Zeltspielen los. Interessant. Würde ich mich drauf freuen. Aber ich mache dann jetzt noch mal die Quest hier, ne? Ich hoffe, die dauert jetzt nicht zu lange, ne? Ja, leck. Okay, na. Hi. Hey, Meister Quede, was machst du? Hm? Ah, verstehe, du bist ein Super Saiyajin. Ich habe dich nicht gleich erkannt. Ja, tut mir leid, ich hatte vergessen, dass ich als Super Saiyajin ganz anders aussehe. Mein Äußeres mag anders sein, aber immerhin bist du immer noch, innen drin bist du immer noch Son Goku. Also, was ist los? Steckst du in Schwierigkeiten? Nein, eigentlich nicht. Ich könnte aber deine Hilfe gebrauchen. Hm, was gibt es denn? Ich möchte einen leckeren Pilztee brauen, aber ich habe wohl keinen frischen Pilz mehr. Der Lehrer Mutenroshi zog früher für mich immer los, um die zu sammeln. Mutenroshi, wirklich? Ist ewig her, dass er das gemacht hat. Es gibt da eine Höhle, wo sie wachsen. Die Gegend um die Höhle herum hat sich kaum verändert, also ist es bestimmt noch da. Ich frage das ungern, aber könntest du mir einige besorgen? Gerade für meinen, dass ich mich um andere Sachen kümmern muss. So, trotzdem von dem Turm runtergekommen. Einen morphalen Zwischenfall. Was? Na klar, mache ich das. Vielen Dank, du kannst die Höhle hier finden. Der ist auf der Karte markiert. Danke, ich bin gleich zurück. Viel Glück. Das ist natürlich wieder nicht hier in dem Gebiet, ne? Das ist Zeltspielarena. Weiß nicht, ob ich dahin will. Warte mal. Aber das bedeutet doch, Cell läuft jetzt da rum, also läuft, steht jetzt da irgendwo rum. Gucken wir mal. Oh nee. Hm. Achso, Höhle. Vergas. Neue Pflaumen. Soll ich mal durch. Das gibt's jetzt nicht. Dieser Bär und dieser Tiger lassen mich nicht durch. Komm nicht näher, wir trauen Menschen nicht. Hey, immer mit der Ruhe. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich brauche was in der Höhle. Ist hier, um dich über uns lustig zu machen, oder? Raus hier. Die da ganz schön aufgeregt. Ich kann. So kann ich die Pilze auf keinen Fall finden. Vielleicht sollte ich zurückgehen.
Ich weiß nicht, was für ein Problem die haben, aber ich schätze, mit einem Menschen reden sie nicht, obwohl ich kein bin. Stimmt, aber ich will sie ja nicht so zurücklassen. Meister Quirte kann ich auch nicht herbringen, der ist viel zu alt dafür. Ich frag mal Oolong. Mal sehen, Oolong Tree. Dann, warum hast du mich hergebracht? Hier, ich will dich nicht sein. Ach komm jetzt schon, Oolong, du hast schon nichts Besseres vor, oder? Ich könnte deine Hilfe wirklich gut brauchen. Ich habe zwar nichts Besseres zu tun, aber trotzdem, hier gibt es keine Mädels. Du siehst nicht aus wie ein Mensch. Hast du auch Animorphalen genommen? Was? Ich bin so geboren worden. Du wurdest so geboren, dann hast du noch mehr gelitten als wir. Also, was ist mit euch los? Er sieht zwar nicht so aus, aber wir waren mal Menschen. Wir wollten zu Tiermenschen werden, also haben wir Animorphalien genommen. Jetzt gibt es kein Zurück. Ja, und jetzt, wo Animorphalien nicht mehr in sind, sieht man keine Tiermenschen mehr. Wenn wir so zurückgehen brauchen, machen wir uns vom Gespött der ganzen Stadt. Bitte, du musst uns helfen. Finde eine Möglichkeit, uns wieder menschlich zu machen. Was sind dem unternimmt man das, Son Goku? Das ist eine harte Nuss. Wenn ihr wieder normal geworden seid, lasst mich in die Höhle. Ich suche nach Pilzen, die da drin wachsen. Ja, klar. Meine Freundin Bulga weiß vielleicht, was man machen kann. Ich frage sie. Du willst uns helfen? Boah, ich werde tun, was ich kann. Danke fürs Zuhören, Oolong. Moment mal, das ist schon alles? Dafür hast du mich den weiten Weg hier geschleppt? Okay, lass uns zurückgehen. Bist du taub? Okay. Gut. Goku machte Oolong zurück zur westlichen Hauptstadt. Mann, ich bin noch kein Werkzeug, das du einfach wegwerfen kannst, wenn du es nicht mehr brauchst. Hey, sag sowas nicht. Sag nicht sowas, okay? Du musst es doch gar nichts tun. Du bist immer noch genauso wie immer. Erst ziehst du andere in deine Probleme und dann tust du so, als wäre dann alles kein Problem. Tue ich das? Darüber habe ich noch nie nachgemacht. Wie du machst, halt. Lass uns zu Bulma gehen. Genau das meine ich. Oldschool-Trio. Bulma, ich kann deine Energie nicht spüren. Steige mal deine Energie. Steige deine Energie. Steige sie, damit ich dich finde. Gut gemacht. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Ja, kostet immer so viel, ne? Nee. Ja. Das war mal. Ich brauche so Drogen oder irgendwie sowas. Hey, Bulma. Oh, Son Goku, was will ich denn hier? Was hört was über ein Mittel namens Animorphalin? Natürlich, das ist von der Firma Magische Medizin entwickeltes Serum. Wenn man es nimmt, verwandelt man sich in einen Tiermenschen. Es war damals total angesagt und 10 Uhr so war. Selbst der König der Welt hat es genommen und wurde zu einem Tiermenschen. Ehrlich? Soweit ich das sagen kann, nimmt das Zeug niemand mehr. Warum fragst du? Ich habe ein paar Typen getroffen, die eine extra starke Version genommen haben und Tiere geblieben sind. Extra stark Animorphalien? Nie davon gehört. Was ist mit dir? Weißt du etwas? Ich wurde nur dazu erschaffen, Son Goku zu vernichten. Ich werde ihm nicht helfen. Was? Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Son Goku braucht gar keine Hilfe, sondern die Tiermenschen. Stimmt, aber der hat auch schon den Capsule Corporation Aufkleber. Na schön, Son Goku, geh mal spazieren. Aber Red Ribbon Zeichen auf C, weißt du, die tun solche kleinen Details, tun sie ja dran denken, aber dann irgendwie Red Ribbon Zeichen hier auf C18 Jacke auf der Rückseite, das haben sie nicht gemacht. Das geht bis heute noch nicht in meinen Kopf. Na schön, Son Goku, geh mal spazieren. Vielleicht sagt er etwas, wenn du weg bist. Was? So besser. Viel besser, ich schulde dir etwas, also werde ich es dir sagen. Gut, Son Goku ist weg, also immer raus damit. Ja, mein Dark Magen hat die Red Rim Army minderwertiges Animorphalien verkauft, um ihre Finanzen zu sichern. Das könnte der Grund sein. Ach wirklich, glaubst du, sie haben das immer noch irgendwo eingelagert? Das war vor mehr als 10 Jahren. Ich konnte mir vorstellen, dass mittlerweile nichts mehr übrig ist. Wenn ich doch nur Tests mit diesen minderwertigen Animorphalien durchführen und eine Möglichkeit finden könnte, die Wirkung aufzuheben. So sieht's also aus. Du
Tut mir leid, aber diese Tiermenschen müssen wohl auf Hilfe von oben hoffen. Von oben? Das wird nicht. Moment. Warte, ich wette, Mr. Popo weiß etwas. Warum? Was? Wie? Wie kommt denn der jetzt auf Mr. Popo? Hey. Was geht denn zum Gokus Kopf? Hey, Mr. Popo, hast du eine Minute? Ich muss mit dir was besprechen. Ja, was ist denn Son Goku? Danke, es gibt dieses Mittel namens Animorphalien, das Leute in Tiermensch verwandelt. Aber Typen haben eine echt schlechte Mischung erwischt und sind immer noch Tiere. Kannst du ihnen helfen? Wahrscheinlich. Ich kenne ein Gegengift, das die Wirkung einer jeden Substanz aufhebt. Aber ich brauche ein paar besondere Zutaten und ihr müsst mir dabei helfen, das Gegenmittel zusammenzubauen. Wahrscheinlich, ich finde die Zutaten und Bulma hilft dir bei der Zubereitung. Genau das brauche ich. So, wer, ich habe das nicht alles, ey. Wenn du mal nicht genau weißt, was ich brauche, frag mich einfach. Alles klar, danke, Mr. Popo. Danke, Mr. Po. Alles klar. Oh, da bist du ja. Okay, dann hol ich mal Bulma. Weil Bulma jetzt beim Versteck von Gott ist, können Mr. Po und sie das Gegenmittel bauen. Mehrere Stunden später. Das Gegenmittel ist fertig. Endlich, was eine Batterie. Das Mr. Popos Gegenmittel erhalten. Das ist unglaublich, solche Medizin findet man nirgendwo sonst. Wenn meine Firma das Zeug in Massenproduktion herstellen würde, könnten wir allen helfen, die Nebenwirkung zu haben. Vielleicht verfolge ich das sogar mal. Mit Plan, ich bringe den Tiermenschen das Gegengift. Ja, Gott sei Dank, ich werde schon dahin teleportiert, ne? Ja, gut. Okay. Hm. Dann können wir auch mal Feier machen, ne? Finde ich. Finch. Son Goku ist für den Tiermenschen zurückgekommen und hat ihnen das Gegengift gegeben. Die haben sich gefreut. Boah, ich fasse nicht, wir sind wieder Menschen. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir endlich zurück in die Stadt und ein normales Leben führen. Auf Nimmerwiedersehen, stinkende Höhle. Ja, schön für euch. Moment, sind das die Pilze, die du haben wolltest? Du musst geheimer Pilz halten. Stimmt, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich mache mich dann mal auf den Rückweg. Oh, brauchst du noch was? Das Schweinchen, das so geboren wurde. Vielleicht sollte es auch was davon nehmen. Ja, er könnte sich vielleicht auch in einen Menschen verwandeln. Wer, Olong? Nein, ich denke, es geht ihm auch so gut. Kann sich alleine in alles Mögliche verwandeln. Okay. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank. Diese Güte werden wir nie vergessen. Was Güte wird sich über seine Pilze freuen. Der inhaliert die schon direkt. Okay, und das alles für so blöde Tee, ey. Voll aufwendig. Es war nicht einfach, aber ich habe deine Pilze. Sehr gut, danke sehr. Das ist alles. Als alles, was wir dafür kriegen, neben Story Z Krieger, okay. Das wollte ich alles. Ich wollte schon sagen, vielleicht brauche ich für diese unerstehlichen Jajiroba eine Portion Drecktee. Sag mal, könntest du vielleicht etwas von den Pilzen probieren, wenn wir fertig sind? Wenn die Pilze so schwer zu bekommen sind, muss er gut sein, oder? Hm? Oh, der Tee ist eklig. Was, warum machst du ihn an? Er ist gesund. Warum machst du dir Sorgen um deine Gesundheit? Du bist doch mehrere hundert Jahre alt. Was zum... Okay. Also gut. Also... Sprich mit Dene, wenn du zum Kämpfen bereit bist. So, ich hoffe jetzt mal, dass... Sobald ich das mache... Die Cell-Spiele losgehen, ne? Hoffe ich jedenfalls. Und ja, ich werde mal die Cell-Arena hier nochmal durchgucken, ob ich hier so ein paar Dinger finde, noch Medaillen. Aber ich habe so das Gefühl, sobald wir die Saga hier fertig machen, gibt es die Cell-Spiel-Arena nicht mehr. Sollte sie jedenfalls, sollte es auf jeden Fall nicht mehr geben danach. Und ja, im Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Dankeschön und tschüss. Dreh dich um, Son Goku. Tschüss.
Thank you.